Herzlich willkommen. Heute machen wir einen Ölfilterwechsel. Dafür haben wir hier zwei schöne Ölfilter von K&N. Einen Ölwechsel haben wir schon mal gemacht. Das Video findet ihr unten in der Videobox. Und wir haben die Karre jetzt warm gefahren, nicht heiß. Ihr wollt euch ja nicht die Finger verbrennen. Fangen wir jetzt einfach direkt an. Schnappt euch ein Werkstatthandbuch, haben wir auch bei Lewis. Und schaut auf jeden Fall nach, wie ein Ölwechsel genau gemacht wird, wie die Füllmenge ist etc. Da stehen wirklich wichtige Daten drin auf jeden Fall. Passt auf bei eurer Ölwanne, dass ihr auch beide Deckel öffnet, weil sonst läuft euch die Suppe hier komplett raus am Ende. Und dann einfach Ölablaufschrauber aufmachen und gucken, dass man nicht viel auf die Finger bekommt. Das klappt aber meistens eigentlich nicht. Was ich natürlich vergessen habe, ist, man muss natürlich die Öleinlassschraube vorher auch öffnen, damit es besser durchfließen kann. Und natürlich aufpassen, dass die Schraube nicht da reinfällt, weil sonst, na, kritisch. Die guten K&N-Handschuhe, leider versaut. So, die Magnetschraube sieht gar nicht so schlecht aus. Wenn ihr jetzt hier so richtig große Brocken an Metall dran habt, das ist schlecht. Jetzt ist alles Öl raus und jetzt öffnen wir die Ölfilter und wechseln die. Und dabei muss man natürlich beachten, dass da auch Öl rauslaufen kann aus dem Ölfiltergehäuse. Legt ihr euch am besten noch hier ein Tuch drunter, weil das Öl wird jetzt gleich da rauslaufen. Dann läuft nicht alles direkt auf euren Motordeckel. Läuft sogar dran vorbei, tatsächlich, das ist gut. Um den Ölfilter rauszubekommen, habt ihr am besten eine Sprengzange. Eine Spitzzange tut es aber eigentlich in der Regel auch, wenn ihr ein bisschen Druck aufwendet. So, der alte Vermobte. Jetzt reinigt ihr noch den Innenraum des Ölfilterdeckels und dann könnt ihr der neue auch schon reinkommen. Das Ganze machen wir jetzt auch auf der anderen Seite, weil die KTM hat zwei Ölfilter. Auf beiden Seiten einen großen und einen kleinen. So, jetzt auch am besten ein Tuch drunter legen, damit das nicht direkt ausläuft auf den Motordeckel. Aber hier kommt weniger raus. So, nochmal einmal den Innenraum ein bisschen säubern. Und dann können wir jetzt mal auch mal vergleichen, den neuen oder die neuen gegen die alten Ölfilter. Jetzt haben wir hier schicke neue von K&N. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich fahre die schon seitdem ich denken kann und hatte nie Probleme. Packen wir die mal aus. Die sehen immer so nach Rennsport direkt aus, ne? Mhm. Das Gefühl direkt 5 PS mehr. Unterschied brauche ich nicht erklären. Alter sieht alt aus, neu ist neu. Und das Ganze gibt es aber auch noch in einer anderen Form. Also vielleicht habt ihr gar nicht diese Ölfilter, sondern die beiden hier. Das sind halt Ölfilter, die außen anliegen, also die nicht in den Motor gebaut werden. Und wir haben eine andere Maschine, an der wir das mal kurz zeigen können. An der nämlich die kommen. Also das sind die richtigen für zum Beispiel jetzt unsere Triumph. Das Wichtige bei denen ist, ihr habt hier oben quasi eine Mutter zum Öffnen. Das ist nur zum Abschrauben da. Wenn ihr den draufschraubt, einfach ganz normal mit der Hand schön fest. Die nur fürs Lösen verwenden, nicht fürs Abmachen, weil beim Lösen hat er sich wahrscheinlich auch ein bisschen festgezogen und dann geht das nicht mehr so leicht ab. Er kann dabei kaputt gehen, muss nicht. Also was natürlich auch noch cool ist, ist, dass du hier keinen Ölfilterschlüssel brauchst, sondern du kannst einfach einen ganz normalen Mausschlüssel nehmen und genau. Was nicht bei euch in der magnetischen Abschlussschraube hängt, falls ihr eine habt, kann auch sich hier im Ölfilter verhängen. Deswegen einmal mal den alten Ölfilter einfach mal so durchschauen und gucken, ob da irgendwo sich Späne dazwischen gesetzt haben. Aber hier sieht es ganz gut aus. Also ich sehe nichts. Und dann einfach die neuen einsetzen. So, dann einmal die Dichtung neu machen. Also die alte Dichtung runter. Zack. Dann mal ein bisschen sauber machen am besten. Nimm mal kurz das Tuch hier. Uitz. So. So.
Neue Dichtung drauf. Dann den Ölfilter einsetzen. Es gibt viele, die machen da noch dann ein bisschen Öl drauf. Das macht man aber nur, wenn der verschraubt wird eigentlich und nicht, wenn der reingesteckt wird. Also es geht hier nur um den Flansch eigentlich. Also wenn man da ein bisschen Öl drauf machen würde, dann würde es vielleicht ein bisschen leichter reingehen. Aber es ging gerade wie Butter. Deckel drauf, richtige Drehmomente und dann ab auf die andere Seite. Also hier das gleiche Spiel, neue Dichtung drauf, Ölfilter rein und ab geht die Luzi. Alle Schrauben sind wieder drin und mit dem richtigen Drehmoment anziehen. Dann nicht vergessen, unten die Schrauben reinzumachen, weil sonst füllst du oben rein und unten läuft es wieder raus. Das ist nicht so geil. Ja, und dann Öl reinfüllen, so viel wie ihr eben braucht. Die richtige Menge, die ihr einfüllen müsst, findet ihr sogar in der Lewis Bike Datenbank oder halt im Handbuch, das ihr jetzt gerade vielleicht zur Hand habt. Bekommt ihr aber oft auch bei Lewis. Wenn ihr die richtige Menge eingefüllt habt, dann natürlich danach nochmal das Motorrad laufen lassen. Und dann saugen sich die Ölfilter voll mit dem Öl und dann danach erst nochmal messen, ob dann wirklich die richtige Menge drin ist und gegebenenfalls dann nochmal nachfüllen.